Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es ein großes Unboxing geben für euch in diesem Video. Ganz, ganz viele haben auf Snapchat gesehen, dass der Postbote da war, hat mir verschiedene Pakete gebracht und dann kam eben der Wunsch, dass ich dazu bitte ein Video auf YouTube machen sollte, ein Unboxing. Die Pakete sind von Essence, Catrice und LOV. Ich selbst habe noch nicht reingeschaut, ich habe nur in das eine Kleine schon mal reingespitzt und habe gesehen, dass ich einiges davon schon habe, dass ich mir selbst zugelegt habe und deshalb wird das an euch gehen. Also wird es hier in diesem Video eine große Verlosung für euch geben. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich würde sagen, wir starten durch mit dem Video, damit es nicht zu lange wird. Und zwar mit diesem Paketchen hier. Hier ist jetzt was von Essence, dann von Catrice und hier von LOV. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Jedenfalls ist es richtig cool, dass davon was mit dabei ist, denn wir haben diese Marke nicht bei uns im DM. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich sehe nämlich immer auf Instagram ganz, ganz viele tolle Produkte und habe davon nichts und kann mir davon auch nichts kaufen, außer ich fahre in die nächste Großstadt, die ja ewig weit weg ist. Wisst ihr ja, kleines Dorf und so. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin gespannt, was darin enthalten sein wird. Wir beginnen aber mit dem Paketchen von Essence. Und ich finde, es ist ganz, ganz schön eingepackt gewesen hier mit dieser pinkfarbenen Schleife. Ihr wisst ja, ich liebe Pink und oh mein Gott, ich sehe schon einiges. Was ich auch schon habe, deshalb wird das Paketchen für euch umso größer. Aber beginnen wir mit einer richtig coolen Sache, die sich Essence hat einfallen lassen. Und zwar könnt ihr euch eure Lidschattenpalette selbst zusammenstellen. Das heißt, ihr kauft euch so ein Teilchen hier und dann könnt ihr euch Lidschatten kaufen. Die Farben, die euch eben gefallen und könnt euch das dann so zusammenstellen. Ich habe jetzt hier einige Farben mit dabei. Ich schaue mal nach, ob ich die eine oder andere Farbe schon habe. Dann geht die natürlich an euch. Und ja, da könnt ihr euch schon mal freuen. So sieht das Ganze jetzt aus. Man packt das dann aus und dann kann man sich die Pfändchen eben hier rein machen. Ne? Da freue ich mich schon mal drüber, aber wie gesagt, das Teilchen hier habe ich schon und bei den Farben kontrolliere ich dann. Ich zeige euch dann später eh das gesamte Paket, das an euch gehen wird. Aber ich freue mich natürlich darüber und dass da auch was schon mal für euch wieder mit dabei ist. Ne? Und es ist auch noch ein Blush dabei, habe ich gesehen hier gerade. Mhm. Ein Blush ist auch noch dabei und den habe ich auch schon tatsächlich. Okay, gut, dann machen wir weiter mit was richtig Coolem und zwar so ein USB-Stick. Kann man immer gebrauchen, sehr von Vorteil. Also richtig cool, auch die Aufmachung, ne? Richtig genial und das ist auch cool. Und zwar macht man sich das hinten ans Handy und dann kann man sein Handy so halten. Ich habe ja das große iPhone und da sind meine Hände tatsächlich oftmals zu klein und ich bin froh, dass ich hinten diese Lasche habe, die im Übrigen auch schon total ausgeleiert ist. Deshalb freue ich mich jetzt hier drüber, dass ich das jetzt habe. Dann war noch dieser Blush hier enthalten, dieser Mosaik Blush, den finde ich auch richtig schön. Und zwar ist es die 35 Natural Beauty. Gefällt mir total gut. Ich bin mal gespannt, ob der Farbe abgibt, aber ich glaube, dass der ein bisschen zu hell für mich ist. Machen wir es einfach so, dass ich das noch für euch einfach in euer Paketchen gebe. Dann habe ich jetzt hier noch Blush Play Sculpt and Blush Palette. Okay, hier ist ein Highlighter und dann hier steht drauf Sculpt und Define. Jetzt schauen wir mal und zwar steht hier auch alles beschrieben und die Farbe ist die 10 Play It Peach. Man soll dann erst den Highlight drauf machen, dann das Define und dann das Sculpt Produkt. Bin ich sehr gespannt, gefällt mir total gut und ich denke auch, dass man das auf meiner Haut sehen wird. Deshalb teste ich das natürlich wahnsinnig gerne. Und dann hatte ich jetzt hier noch eine Mascara enthalten und zwar Volume Stylist 18 Stunden Curl and Hold Mascara. Okay, 18 Stunden eine Mascara. Wer trägt 18 Stunden eine Mascara? Okay, wahrscheinlich, wenn man dann abends noch Party macht. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich gespannt. Das Bürstchen, das sieht ein bisschen außergewöhnlich aus. Und zwar ist auf der einen Seite vom Steg, da sind keine Bürstchen. Ich bin mal gespannt. Ihr wisst, ich liebe es, Mascara zu testen und werde euch da auf jeden Fall meine Meinung drüber sagen. Und jetzt machen wir mal Catrice auf. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da ist jetzt ein schwarzes Schleifchen. Schauen wir mal rein. Hey, mal gucken, da habe ich jetzt noch nichts entdeckt, was ich schon habe, aber das kann sich auch schnell ändern. Wir fangen an. Ich greife einfach mal hin und habe hier einen Lippenstift aus Gummi. Ah, okay. Tada! Auch wieder so ein USB-Stick. Cool!
Was eine geniale Idee, echt. Richtig cool. Und ich kann auch was damit anfangen. Dann machen wir es so, dann geht auch davon einer an euch. Ich habe ja jetzt einen von Essence. Mal gucken. Später dazu mehr zu meinem Gewinnspielpaket. Wir machen jetzt mal hier weiter mit diesem Produkt. Und zwar ist es eine Limited Edition. Ein Bronzer. Aber ich finde das Bild hier drauf ein bisschen komisch, wo die sich den Bronzer drauf macht. Da mache ich mir jetzt keinen Bronzer drauf. Auf jeden Fall ist der richtig schön, weil er so eine coole Marmorierung drin hat. Und ich glaube, die Farbe, die passt auch ganz, ganz gut zu mir. Werde ich definitiv testen. Auch das Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit einem richtig coolen Packaging. Und zwar mit diesem Produkt hier. Auch eine limitierte Edition. Travel Light Story nennt sich das. Und jetzt schauen wir mal, welche Farben darin enthalten sind. Aha, okay. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber da scheint auch sehr, sehr viel Schimmer mit dabei zu sein. Ich habe so viele Lidschattenpaletten und es wäre sehr, sehr schade, wenn die dann nur im Schrank liegt. Deshalb mal gucken. Vielleicht geht die auch noch an euch. Dann machen wir weiter mit einem Lippenprodukt. Und zwar habe ich den auch schon, habe ich euch auch schon vorgestellt, habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Und zwar sind es diese Ombre Lipsticks. Die Farbe 050. Please tell Rosy, ein schöner pinkfarbener Ton dabei und ein Rosenholzton. Mit dem oberen soll man sich quasi die Lippen umranden und spart sich somit den Lip Liner. Und unten das macht man sich dann innen rein und dann hat man auch so einen Ombre-Effekt, wenn man quasi so macht, ne? Aber ich finde das ein bisschen kompliziert mit diesen Teilen, da bin ich auch echt ehrlich mit euch, hatte ich euch auch schon in meinem Drogerie-Haul gezeigt, beziehungsweise gesagt, es ist nämlich so, dass wenn ihr euch die untere Lippe dann umranden möchtet, das sehr, sehr kompliziert wird mit dem unteren Teil. Also das ist echt schwierig, ihr müsst es dann so halten und vor allen Dingen ist es dann so, wenn sich das dann abträgt, also wenn man das verwendet, wird es ja immer weniger und dann habt ihr auch nicht mehr diese spitze Kante und dann wird es halt immer schwieriger, das aufzutragen. Dann kann man sich das natürlich so im Ganzen auftragen, hat man dann auch einen schönen Ombre-Effekt. Diese Farbe habe ich aber, wie gesagt, schon, deshalb geht es dann auch an euch. Dann machen wir weiter mit diesem Produkt hier. Was ist das? Ein Prime and Fine Instant Line Smoother. Hartschmelzende, leicht eingefärbte Textur, die sofort feine Linien und Falten unter den Augen optisch reduziert. Ah, das ist was für mich. Für ein frisches und jugendliches Aussehen. Kann alleine oder unter dem Make-up getragen werden. Okay, meine Lieben. Das ist definitiv was für mich. Ich bin gespannt. Und ich werde das auch testen und werde euch berichten. Also von der Textur her ist es schon mal sehr, sehr cremig. Das erinnert mich so ein bisschen an das Produkt von Benefit, mein Professional, den ich total liebe. Okay, geruchsneutral. Also ich rieche nichts. Bin sehr gespannt. Werde ich euch drüber berichten. Dann habe ich jetzt hier Prime and Fine Nude Glow Primer. So sieht es aus. Liquid Skin Illuminator. Okay, long lasting. Ist jetzt noch zu, werde ich euch aber auch drüber berichten, wie ich das finde. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Dann habe ich jetzt hier noch ein Produkt und zwar ein Radiant Glow Mist. Okay, bin ich gespannt zum Sprühen. Und hier sind so Glitzerpartikel. Das ist wahrscheinlich für die Haut, damit die schön strahlt. Gerade im Sommer, damit es schön glänzt. Okay, ich kann schon einen Effekt sehen. Das ist wahrscheinlich auch total schön für die Beine, ne, wenn man schön gebräunt ist, damit es schön aussieht. Naja, vom Geruch her finde ich es jetzt nicht so prickelnd. Aber mal schauen, werde ich auch verwenden. Dann habe ich jetzt hier noch ein Produkt und zwar sieht es sehr, sehr schön aus von der Aufmachung. Auch eine limitierte Edition Gentle Sun Glow 1001, ein Highlighter. Ich sehe schon die Aufmachung, also es gefällt mir sehr, sehr gut, werde ich definitiv verwenden. Mal schauen, ob der schön viel Glow abgibt auf gebräunter Haut. Wunderschön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Werde ich auch verwenden. Und dann habe ich jetzt hier das letzte Produkt von Catrice. Ein Cool and Matte Primer Stick. Ah, okay. Der geht definitiv auch an euch. Davon habe ich so, so viele. Das geht noch mit an euch. Und das war es jetzt von Catrice. Und jetzt machen wir direkt weiter mit LOV. Ich bin total gespannt. Die sind ganz schön schwer. Schauen wir mal, was darin enthalten ist. Ich selbst habe noch nicht reingeschaut. Wir haben hier eine Mascara, The Forbidden Dramatic Volume Mascara in Black.
Da bin ich sehr gespannt. Die werde ich definitiv testen. Ihr wisst, ich liebe es, Mascara zu testen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir hier ein Color Corrector Stick. Davon habe ich auch so einiges. Ja, das geht auch mit an euch. Dann habe ich hier zwei Lippenstifte. Die sind ja mal krass von der Verpackung her. Da mache ich jetzt auch mal einen auf. Und zwar schauen wir mal. Wow, also da ist ja mal das Packaging absolut grandios. Ich weiß auch gar nicht, was die Produkte kosten, wenn ich ehrlich bin, weil wie gesagt, wir haben das halt hier auch nicht. Und zwar ist es die Farbe 500, Sinas Nude. Okay, Nude ist jetzt leider nicht so die richtige Farbe für mich, weil ich schon sehr stark pigmentierte Lippen habe. Da sieht man das kaum bei mir. Jetzt habe ich den natürlich schon ausgepackt. Wie doof. Ich habe ihn jetzt aber noch nicht geswatcht. Deshalb denke ich, wird er auch an euch gehen. Auf jeden Fall richtig genial. Oh, hier sogar so ein Magnet. Wow, ich weiß nicht, was die kosten, aber definitiv sehr, sehr hochwertig. Jetzt schauen wir hier noch Janas Red Wine. Das ist schon eher meine Farbe. Gucken wir mal, wie die so ist. Da hätte ich wahrscheinlich erstmal hinten drauf gucken müssen. Ne? Ja, ich denke, ihr verzeiht es mir. Wow, das ist aber ein richtig schöner, bäriger Rotton. Also das ist kein Blutrot, sondern das ist ein richtig schöner Ton. Und hier ist auch LOV nochmal reingestanzt. Mega. Schade, dass wir das bei uns nicht haben. Oh, da bin ich ganz traurig. Aber jetzt kann ich ja was testen. Und dann habe ich hier noch ein Primer Serum mit Lichtschutzfaktor 15. Okay, Beautifying and Illuminating. Okay, das werde ich auf jeden Fall auch testen. Werde ich euch auch drüber berichten. Jetzt machen wir das nächste Paketchen auf. Also das ist so richtig schwer. Was ist da drinnen? Ui. Oh, wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, boah, sind die schön. Schaut mal, so Nagellack. Boah, da ist ja mal das Packaging. Krass, wie schön sieht das bitte aus. Oh Gott, ich weiß schon, warum wir hier im DM keinen LOV haben. Ist vielleicht besser für mein Geldbeutel. Also ich habe jetzt hier vier Farben. Hier ist noch was Schwarzes. Fangen wir damit an. Und zwar ein Gel-Top-Coat über Lack. Okay. Schauen wir mal. Nochmal extra so ein Teil. Oh, der ist schon eingetrocknet. Oh nein, der ist schon eingetrocknet. Ich bin ein Pechvogel. Okay, schade. Schauen wir mal beim nächsten. Meine Lieblingsfarbe Pink. Mache ich da was falsch, weil ich das so... Muss mal gucken. Nein, der ist nicht eingetrocknet. Ha, Gott sei Dank. Ah, okay, und der Pinsel, der ist auch richtig schön breit. Da werde ich euch auf jeden Fall berichten. Scheinbar macht man wirklich erst die Kappe ab und dann trägt man. Ja, okay, kann ich ja nicht wissen, ne? Hat noch nie so einen Nagellack in der Hand. Also ich habe jetzt hier vier verschiedene Farben. Richtig schön. Bei dieser Farbe hier kann ich euch gleich schon sagen, dass das jetzt nicht so unbedingt meine liebste Farbe ist. Deshalb geht der hier auch an euch. Und dann habe ich hier noch was richtig Cooles. Schaut mal. In der Nagellackform auch wieder so ein Stick. Richtig genial. Also ich freue mich riesig. Das war es jetzt hier aus diesen zwei Paketchen von LOV. Und jetzt machen wir hier weiter noch mit Essence. Und zwar ist jetzt hier auch nochmal so ein richtig schöner kleiner Karton enthalten. Wir machen das jetzt gemeinsam auf. Ich finde ja die Verpackung wahnsinnig schön und auch die Farbe. In der Farbe habe ich mir auch einen Nagellack machen lassen, als ich in Berlin war beim Pre-Opening. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal unten in die Infobox. So sieht das Ganze jetzt aus und wir gehen die Produkte mal gemeinsam durch. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass da einiges an euch geht. Ich habe da jetzt nämlich noch ein Paket. Habe ich euch ja schon im Intro gesagt. Ich mache mir jetzt aber erstmal die Haare zusammen, weil die mich gerade tierisch nerven. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir machen es einfach so, dass ihr nur auf die Produkte schaut und nicht auf mich. Sieht jetzt alles nicht so ordentlich aus. Ist egal. Also, wir starten durch und zwar mit dem ersten Produkt. Mit dieser wunderschönen Eyeshadow-Palette hier. Da sind richtig schöne Farben enthalten. Auch noch ein Applikator. Könnt ihr euch mal anschauen jetzt hier gerade. Da steht auch Wow drauf mit einem Ausrufezeichen. Ganz, ganz toller Highlighter ist dabei. Und da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Dann haben wir hier noch zwei wunderschöne Nagellackfarben. Einmal die 03 Show Me What You Got. 01 Start the Blue Rebellion. So sehen die aus. Ich bin gespannt, wie die so sind. Vom Applikator her kann ich euch schon mal sagen, dass das viel, viel schmäler jetzt ist. Da muss ich gucken, wie ich damit zurechtkomme.
Das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Geschichte als jetzt bei LOV, aber auch hier werde ich euch natürlich meine ehrliche Meinung sagen, wisst ihr ja. Dann habe ich jetzt hier zwei Lippenstifte. Und zwar habe ich hier einmal so einen Koralleton in der Farbe 02 Hip Lips Go Coral. Und hier habe ich die Farbe 01 Hip Lips Go Blue. Also einen blauen Lippenstift hatte ich noch nie. Werde ich definitiv für euch testen, werde euch mal sagen, wie das an mir aussieht, beziehungsweise zeigen. Also ich bin echt gespannt, ob das was für mich ist. Es ist definitiv was für jüngere Mädchen, auch das Packaging, das sieht man schon, auch natürlich vom Preis. Macht sich da Essence viele Gedanken und es ist natürlich ideal für Mädchen, die erst anfangen mit dem Schminken, die sich so langsam rantasten, die natürlich vielleicht auch nicht so viel Taschengeld haben und sich da durchtesten möchten. Da ist es natürlich super, dass die Produkte nicht ganz so utopische Preise haben, ne? Will ich mal so sagen. Und vom Packaging her kann man das natürlich auch deutlich erkennen. Dann habe ich jetzt hier einen Highlighter-Stick. Allerdings ist es jetzt nicht so direkt mein Farbton. Es ist mehr so ja, ein ganz, ganz heller Highlighter. Ich stehe mehr so auf die goldfarbenen Highlighter. Das ist die 02 Lovely Chicks. Könnt ihr euch auch gleich freuen. Dann habe ich jetzt hier noch einen Pinsel enthalten. Und ich habe so ultra viele Pinsel, deshalb ja, gleich mehr dazu. Dann habe ich jetzt hier ein Illuminating Face Cream Gel. Das möchte ich auf jeden Fall testen, weil ich euch da auch meine Meinung drüber sagen möchte. Ich finde hier das Packaging jetzt wunderschön. Auch die Aufmachung, das Glas hier sehr, sehr edel und ich bin gespannt, was das Produkt kann. Dann habe ich jetzt hier so Aufkleber für die Fingernägel, auch richtig süß. Und jetzt habe ich hier noch ein Produkt, da bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar ist es die 01 I Am Gold and I Know It. Das ist für die Lippen. Und zwar könnt ihr euch hier komplett auf die Lippen das Ganze auftragen, also so partiell und das Lippenherz somit schön betonen und ein Highlight setzen. Oder ihr könnt das Ganze auch als Highlighter verwenden, das geht natürlich auch. Bin ich jedenfalls sehr gespannt, wie das so ist. Und jetzt habe ich hier noch ein wunderschönes Produkt und zwar ist es die 01 Feel the Fun and Catch the Sun. Ihr habt hier einen Bronzer, der ganz viele Quadrate hier hat mit verschiedenen Farben und wenn ihr da komplett mit dem Pinsel reingeht, erhaltet ihr mit Sicherheit einen richtig schönen Farbton, bin ich sehr gespannt. Und das war es jetzt, was hier in diesem schönen Paketchen war. Und jetzt kommen wir zu eurem Paketchen. Und so sieht es aus. Und ich habe, wie gesagt, schon reingespitzt. Ich habe mir einiges auch, wie gesagt, schon selbst gekauft. Deswegen habe ich es ja doppelt und dreifach. Und da ist es ja auch nur richtig und schön, wenn ich euch was zuschicken kann. Also, wir gehen das Ganze mal durch. Diesen hier, den habe ich jetzt doppelt, der geht an euch. Dann habe ich dieses Produkt hier, das geht auch an euch. Und ich habe jetzt hier auch noch den Blush dazu. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar ist es jetzt hier auch wieder mit so Quadraten und dann habt ihr verschiedene Farben. Und wenn ihr dann komplett reingeht, habt ihr einen schönen Blush, der hier auch Highlighter noch mit enthalten hat. Weil da sind noch so Glitzerpartikel und das schaut mit Sicherheit auch wunderschön aus. Dann habe ich, wie gesagt, diese Palette hier noch für euch. Dieses Produkt hier habe ich jetzt noch nicht, aber ich denke, das wird auch an euch gehen. Und zwar ist es eine Bronze and Blush Sunkissed Palette. Gefällt mir auch gut hier, diese Einstanzung. Ist auch richtig schön gemacht. Riecht sehr, sehr gut. Also wenn ihr das aufmacht, werdet ihr euch freuen. Dann habe ich jetzt hier noch diesen Highlighter-Stick in einer anderen Farbe, den würde ich gerne testen. Und zwar ist es jetzt so eher mein Farbton, ne? Ist ein bisschen wärmer und zwar ist es die 01 Cheeky Cheeks. Und ich habe jetzt hier diesen nochmal doppelt, dann für euch. Dann habe ich wieder die Nagellackfarben, die sind jetzt auch wieder doppelt, die sind für euch. Und dann habe ich hier noch zwei Farben und zwar sehen die so aus. 04 Don't Be She und Cute But Cool. Okay, die 02, auch richtig schöne Farben. Und hier wieder doppelt. Und diesen hier, der ist auch richtig schön. Das ist die 03 Hip Lip Go Rosy. Okay, und dann haben wir hier das wieder doppelt. Und hier habe ich jetzt noch ein Produkt und zwar ist es wieder dieses Illuminating Face Cream Gel. Geht dann somit auch an euch. Und das war es also eigentlich von meinem Riesenpaket Essence, Love, Catrice und ja, die LE hier eben, wie gesagt.
Und jetzt blende ich euch mal ein, was an euch gehen wird. Also ein wirklich richtig, richtig großes Paketchen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr wisst, ich gebe wahnsinnig gerne was ab. Das ist überhaupt kein Thema. Schaut mal unten in die Infobox. Da stehen dann alle Teilnahmebedingungen, was ihr denn tun solltet, um teilzunehmen. Natürlich solltet ihr Abonnent meines Kanals sein. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. In nächster Zeit werden auch viele DM-Neuheiten wieder für euch hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ansonsten, ja, was ist jetzt von mir soweit? Schaut gerne mal bei meinen beiden letzten Videos vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!